Hi. Willkommen zum neuen Video. Wir sind hier wieder auf der Dachterrasse und wir werden jetzt was messen. Dafür brauchen wir auch wieder unseren wunderschönen Messschieber. Dann werde ich das jetzt mal den Handlauf auslassen, und zwar genau den Kollegen hier. Und ich habe mir so gedacht, da wir sowieso immer die Breite nur wissen, messen wir mal. Oh, 25, 7, oha, fast 26, das nochmal so. Jo, fast 26. Die sollen ja festsitzen, also ich werde es auf 25, also diese 5 Zehntel wie bei der Stange, die gebe ich mir auch. Die Höhe wäre noch wichtig. Warte mal, ich schreibe das mal auf. Oh, mein Knie, ey. Und ich habe natürlich mir mein Knie kaputt gemacht. Ohne dass ich hier irgendwie rumhampel oder so. Ich habe mir den Innenmeniskuskorb abgerissen. Nicht schmerzhaft, wenn es passiert, aber wenn ich auftrete oder so, ist das ganz instabil. Das Knie ist total schrecklich. Was habe ich jetzt? 25 war das. Muss man eben hier aufzeichnen. Das ist der Hand. Ja, Alter. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn man einen Kugelschreiber mitnimmt und der nicht funktioniert. Das ist das Schlimmste, was es gibt. So, die Breite. Der geht wirklich gar nicht. Ist richtig dead. Na, egal. Also 25,5. Ich muss das gleich nochmal nachmalen, weil ich sehe da gar nichts. Dann messen wir die Höhe nochmal eben. Oh. Und ich weiß nicht, dass ich das mache. Zwar mit Aluminium mache ich das. 21,3. Also 21. Obwohl das. Na doch, der muss auch festsitzen. Der soll ja oben drüber klipsen nachher, ne? Also 21,3. Da werde ich wahrscheinlich auch ein, zwei Prototypen machen müssen. Jetzt kommt das nächste, was interessant ist. Ich muss die Tiefe haben. Hier. 9,7. Doch so viel. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, 9. Das ist tatsächlich 9 in der Tiefe. Aber so tief gehe ich nicht rein. Also ich denke mal, 5 wird erreichen. Da ist die Scheibe. Das heißt, von hier nach da ist 9 mm. Ich messe das außen auch noch mal eben. Komm nicht hoch, du. Kleine Chance mit dem Knie. So, jetzt kommt ein relativ langweiliger Part, oder auch nicht langweilig für alle, die es interessiert. Ich konstruiere jetzt, und das geht bis 33,50. Dann gehe ich in Cura den Slicer, slice das Bauteil, und am 39. Minute würde dann das normale Video mit Drucken weitergehen. Ja, mit 5 bin ich auf jeden Fall immer gut dabei. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. So, wir sind wieder drinne. Ich habe mir meine Notizen gemacht. Wir hatten das ja 25,5 oben breit. Die Schiene auf der Glasscheibe 21,3 ist sie hoch und ungefähr zwischen 7 und 9 Millimeter Tiefe haben wir unten, wo der sich dann so festklammern kann. So, das ist ja dann die Idee. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal irgendwie eine Klammer konstruieren. Da fangen wir hier oben mit der Skizze an. Da wählen, können wir jetzt hier eins dieser Dinger auswählen, wo wir hinwollen. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache das dann immer von vorne. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. So. Dann müssten wir natürlich jetzt mal eben so ein bisschen frei was konstruieren. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wie wir das am besten machen. Aber wir müssen es sowieso danach bemaßen. Also ist das, denke ich mal, nicht so wild. Also wir geben jetzt erstmal grob die Formen vor. Also ich denke mal, das soll so. Dann gehen wir mal hier so rüber, so. Und dann gehen wir hier so runter, so.
Dann musste er hier so ein bisschen rein, weil der soll sich ja da festkrallen, denke ich mal, ne? Ja, so, das ist so ganz grob erst. Was macht er da? So, jetzt. So die, grob die Richtung, den mache ich nochmal hinweg. Und dann geben wir eben jetzt schon mal eben die Maße vor. Dann gehen wir hier oben. Da kann man dann die Skizzenbemaßung machen. Dann gehen wir hier auf eine Seite. Haben wir jetzt hier 15 mm. Jetzt will er das Maß von mir haben. Da haben wir gesagt, das ist 21,3. Also, weil wir wollen, das soll ein bisschen klemmen, ist die Höhe, die muss ein bisschen länger sein. Also geben wir ihm mal 3 mm plus. Das heißt 21,3, das heißt 24,3. Oder 24. So. Das ist die Höhe, 24, hat er auf der anderen Seite gleich mitgenommen. Jetzt haben wir hier die Breite. Die ist jetzt auf 20 und die ist da 25. Jetzt muss ich natürlich beide Seiten, also einmal hier plus 3 mm, hier plus 3 mm, weil das, wir haben ja das Innenmaß gemessen. Da gehen wir jetzt, das ist eigentlich auch zu kompliziert gerade, wie ich da denke, ne? Ich kann doch die Innenmaße machen, dann die Hülle drumherum machen. Das mache ich auch so. 25. So, das heißt, ich muss den hier nochmal bearbeiten. Nicht 24, sondern die 21. Das heißt, das ist jetzt quasi das Innenmaß unserer Schiene. Und jetzt mache ich da quasi einmal meine Hülle drum, sag ich mal, so ganz grob. Sag ich mal, hier bemastert mal von da nach da. Das heißt, diese, guck mal hier, da haben wir schon die 3 mm. Ja, mit ein bisschen Zwitter dabei, aber das ist nicht schlimm. Mittelding hier auch nochmal 3 mm. Auch nochmal 3. So. Und hier oben machen wir auch nochmal 3. Zack, hat er sich auch die beiden wieder genommen. 3 mm. Zack. So. Haben wir überall die 3 mm drum. Das ist so knapp die Höhe. Jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwas um drum machen, weil wir haben hier so eine Art Radius dran. Aber das machen wir dann gleich. Gehen wir jetzt mal ein bisschen ran. So, das wäre hier die Ecke. Das ist ja jetzt quasi das hier ist der Handlauf. Quatsch, ja doch, das ist diese Schiene, die oben drauf ist. Das ist das, was außen drum ist. Und wir müssen ja jetzt hier noch irgendwie so ein bisschen drum herum. So. Das wird ja sehr wahrscheinlich hier so abgerundet sein. Das heißt, wir nehmen uns mal irgendeinen Kreis. Das geht aber auch anders. Ich muss mal gucken, da gibt es mit Sicherheit irgendwas, womit man eine Tangente greifen kann. Hier Kreis mit zwei Tangenten. Da, siehst du? Sag ich da und da und dann siehst du, dann nimmt er sich da was rein. Und so habe ich jetzt praktisch hier in der Ecke, da ist ja hier dann der Radius, den möchte ich jetzt ganz gerne irgendwie so haben. Ich habe es ganz grob im Kopf. Ich mache das jetzt mal ganz grob, dass das ein Radius von so 2,5 sein wird. Ja, mehr wird es, also mehr wird es glaube ich nicht. Ich glaube, der ist sogar eher noch enger, der Radius. Aber ich gehe jetzt mal so ganz grob von 2,5 aus. Obwohl, komm, machen wir mal 2. Ne? So, den bemaße ich dann gleich. Also hier Tangente 1, 2. Gehen wir auch wieder so halbwegs in die Richtung 2. Wir sagen wieder, wir bemaßen. Dann klickt man hier auf den Kreis. Hat er jetzt einen Durchmesser von 4. Das passt ja. Weil den Radius haben wir von 2. Hier machen wir dasselbe. Klicken drauf, sagen 4. Alles klar, hat er dann angepasst. Was ich jetzt gerade ein bisschen scheiße finde, ist, dass er das Maß geändert hat. Das wundert mich eigentlich ein bisschen, weil eigentlich hatte ich die Höhe hier eingestellt. Mit die beiden auf 21. Und deswegen wundert mich das gerade irgendwie, dass er das Maß geändert hat. Das finde ich etwas seltsam. Also nämlich auf 20. Ach, das soll aber 21 sein. So. Weiß ich nicht, warum er das Maß hier. Können wir das ja löschen. Warum löscht er das nicht? Den soll er bitte löschen. Kann er nicht löschen. Will er nicht löschen. Wiederholen. Ah, jetzt auf einmal. Na, guck mal einer an. So, das wollen wir mal alles ein bisschen verschieben, weil das ist so ein bisschen seltsam gerade. Das ist ja interessant. Wo den jetzt hin? Ich wollte ihn verschieben. Ja, wozu gibt es denn einen anderen? Ja. Den
Den hat er mir auf jeden Fall so gegeben. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt aber, hier mal eben was wegschnippeln. Das heißt, den will ich weghaben. Und ja doch, das ist gar nicht schlecht. Ich muss hier gleich nochmal eben dann noch einen drumherum machen. Das ist hier die Rundung, da soll er eingreifen. Und hier muss er so ein bisschen dann noch weg. Das kann ich gleich machen. Hier der Restradius kann auf jeden Fall weg. Zack, zack. Zack. So. Das sieht aber sonst soweit gut aus. Finde ich gut. Die Dreier behalten, dass es sonst das alles so geblieben, wie es sein soll. Genau. Aber wir brauchen ja jetzt noch mal eben hier unten so ein bisschen was, um das. Da soll er ja so eingreifen. Würde ich sagen, das sind jetzt 2 mm. 3 habe ich gesagt, ne? Ja, doch, das machen wir so. Dann schließen wir den da an. Und das gleiche machen wir hier auch. Also wir greifen den hier auch an der Tangente. Machen da 3 mm von, gehen dann hier außen und dann da hoch. Dann sagen wir ihm bitte, den kannst du wegmachen. Den kannst du wegmachen. Den. So, das sieht gut aus. Hast du gerade telefoniert? Nee. Nö, ich nehme gerade auf. Macht ja nichts. Ja, die Katze sagt auch noch was. Will noch jemand was sagen? Alles gut, was soll das denn? Achso. Ich dachte, wir haben Haus. Ja. Guck mal auf den Taro. Die essen gerade noch. Die essen noch gerade. Wer ist? Ja, weiß ich nicht, die Besitzer des Hauses. Um 10:43 Uhr. Weiß ich nicht. Vielleicht sind das alte Leute, ich weiß es nicht. So. Das sieht soweit aber ganz gut aus. Und Abhängigkeiten wurden gelöscht. Ja, das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist nicht weiter schlimm. Wir sagen jetzt Skizze fertigstellen. Und dann möchte ich das Ganze extrudieren. Und das wäre jetzt das. Also das hier ist ja der, eigentlich müsste ich hier auch noch Radien ran machen. Ne? Eigentlich ja, ne? Irgendwie. Das ist immer so eine Sache. Weil sich das mache ich mal eben. Kann das mal so? Zack, da ist er nochmal reingegangen, genau. Das mache ich auch nochmal. Ich mache hier nochmal Kreise. Kreis. Wo ist er hier? Mit 3, nee, mit 2 Tangenten. Einmal da und einmal da. Und dann wollen wir das auf 4 mm haben. Das Kreisrad. Ach, jetzt wieder den Radius. So ein Hundsling. Okay, 2, okay. Da und da. Und dann mit 2. Und zack. So. Und dann können wir nämlich auch hier schneiden. Und dann sagen wir nämlich auch, hier, nimm den mal weg und den mal weg und den und den. Und dann ist das nämlich alles schön. Dann hat er nämlich da auch seine Rundung. Und das passt auch sehr gut. Hier außen müssten wir jetzt, damit das dann besser passt, plus 3. Das heißt, wenn wir hier einen Radius von 2 und hier müsste dann ein Radius von 4, 5, 6 sein, meine ich, ne? Kreis. 2 Tangenten. Oder von 4. Nee, das passt dann ja nicht. Von 4, das sieht schon besser aus. Machen wir 4. 4. Okay. Und 4. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier auch das wieder wegschneiden. Und so, dann sieht das nämlich ganz schön aus. Sagen wir Skizze fertigstellen. Und jetzt wird das ein bisschen komplizierter. Warum habe ich eigentlich die restlichen Kreisdinger nicht weggemacht?
nochmal wieder zurückgehen. Schnipselschere wegschnipseln, schnipseln, schnipseln, schnipseln. Und oh, Feldermann, dünnes Eis. Da, da, da. So, das sieht schöner. Ja, I like that. Aber es ist immer noch, nein, immer noch nicht so ganz. Ich muss noch mal eben da schnipseln und schnipseln. Und dann fertigstellen. Dann will ich das extrudieren. Das macht man nämlich dann hier. Und dann kann man da einen Volumenkörper von machen. So, das wollen wir jetzt auch. Und dann machen wir das Ding. Wie breit machen wir das denn? Drei? Drei? Ich muss mich das mal eben visualisieren. Oh ja, 3 ist ganz schön viel, aber 25. Ich habe ja so an 20 gedacht, aber 20 sieht so mikroskopisch aus. 25. Machen wir 25. Jo, das ist genug. 25. Kostet ja auch nur Filament. So, also 25. Sagen wir 25. Schnack. Sagen okay. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. So sieht das dann aus. Es kommt natürlich die berechtigte Frage. Warum hast du hier unten keine mehr? Habt ihr vollkommen recht. Wirklich vollkommen recht. Deswegen mache ich das jetzt auch nochmal. Habe ich auch, das war ein bisschen dümmlich von mir. Deswegen zack und zack. 4, ne? 4. Klar ist das 4. 4. Und nehmen wir die hier und die hier. Und dann geht das nicht. Warum auch immer. Nochmal. Wo ist Kreis? Kreis mit zwei Tangenten. Zack. So, und dann ist das die 4. Und Enter. So. Den Schnipselomaten. Den weg, den weg, den weg. Den und den weg. Den weg, den weg, den und den weg. Vollidiot. Zack, zack. Den hier. Schnipselomat. Achso, nein! Was habe ich denn da weggeschnipselt? Schnipselort. Warum will der den komplett wegschnipselohren? Aber er hat doch die Tangente. Warum ist das so? Da stimmt doch was nicht. Den da nicht richtig. Ich habe doch gesagt mit zwei Tangenten. Warum ist er da denn dann nicht dran? Das ist ja interessant. Moment mal. Also, das sind immer so die Tücken des der Konstruktion tatsächlich. Wenn du dann das haut hin, auf jeden Fall, das sieht gut aus. Aber das hier drüben sah noch nicht gut aus. Machen wir nochmal eben mit den und den. Nochmal das 4, ne? Enter, so. Und dann schnipseln wir nochmal. Schnipseln da. Schnipseln. Schnipseln hier. Schnipseln da und da. Und ich bin gleich wieder da. Katzen müssen mal abgelenkt werden. So, jetzt haben wir aber hier noch so eine kleine Ecke. Das machen wir. Feldermann, du bist aber auch manchmal ein bisschen düsselig. Noch eins zurück. Schnipselohr. Da, den will ich da wegschnipseln. Und den will ich wegschnipseln. Und jetzt sieht das alles viel besser aus. Hier, da ist noch einer über. So. So sieht das gut aus. Hoffe ich. Ich darf den Mund nicht immer so voll nehmen. So ist das auf jeden Fall angedacht. So.
Na, der Radius passt, glaube ich, nicht ganz. Aber das ist so unwichtig, Jungs und Mädels. Alles, was an Mehrmaterial hier im Radius da ist, alles in Ordnung. Ich glaube, der Radius hätte ein bisschen größer sein müssen, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Wir wollen das extrudieren. Wir wollen den ja extrudieren. Und dann haben wir gesagt, 25 mm. Zack. So. So sieht er jetzt erstmal grob aus. Jetzt könnte ich den natürlich jetzt schon mal irgendwie ganz, 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 ganz grob eigentlich speichern. Das mache ich auch mal eben. Und dann sage ich ihm eben, das ist Handlaufclip Katzennetz. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht uns von den Clips, die wir schon haben, wie den hier zum Beispiel, den öffne ich jetzt mal eben, dass wir den eventuellerweise irgendwie da abkopieren und drüben ran kopieren. Wir sind ja faul. Ne, weil den hätte ich ja, das hätte ich ja gerne so, das so wie es jetzt hier zu sehen ist. Also den Teil. Ne? Kann ich, warte mal. Also ich bin ja jetzt mal, ne? Kann ich den hier? Ne, muss ich die? Nein. Ja, so geht's. V. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Kann ich hier auch was einfügen? Ne, kann ich nicht. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich müsste es sonst komplett neu konstruieren. Wäre jetzt auch nicht so der Abriss, aber. Ne, da hat noch nichts zum Abbrechen, da hat noch nichts zum Einfügen. Schade. Es wäre so schön. Es wäre so schön. Einfach, weißt du? Wiederholen, einfügen. Nee. Man, das funktioniert dann so nicht. Ich hätte das so gerne. Drücken, ziehen, wiederholen, kopieren. Aber ich hatte das hier nämlich, das hier hinten, das hatte ich nämlich als Einzelteil konstruiert. Das weiß ich nämlich nur. Glaube ich. Nee. Das hatte ich, es ist als Einzelteil, ich weiß das. War ein Einzelteil. I know that. Das Problem ist, ne, er nimmt da alles. Nein! Himmel! So. Da ist es nämlich weg. Da habe ich das Ding nämlich angefügt. So, und dann ist es da nämlich da. Genau. Das ist ja das. Bearbeiten. Geh da mal rein. Kann ich diese Skizze nicht kopieren? Auswahlsatz erstellen. Stereo-C. Ich probiere das mal. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, weil wenn ich ihm jetzt sagen würde, ich möchte mal von oben gucken. Ah, das habe ich direkt da dran gemacht. Ne? Das ist natürlich doof. Ist jetzt aber auch nicht so der Abriss. Nee, das ist auch blöde. Ich würde das jetzt, ich müsste es ja an der Seite machen. Das heißt, ich müsste jetzt einfach mal eben von da gucken und dann von da gucken. Genau, und dann hier müsste ich das erstellen. Hätte ich jetzt so gesagt. Ich weiß aber nicht, ob ich das über die ganze Linie machen soll. Es macht ja fast Sinn, ne? Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme die Ebene, komm Junge, ich möchte eine Skizze erstellen, die Ebene soll es sein. Dann würde ich sagen, ich möchte es einfügen. Ja, geht nicht. Nee, geht tatsächlich nicht. Schade. Hätte ich jetzt cool gefunden, aber macht er halt nicht. Kann man nichts dran ändern. Dann machen wir es von Hand, so wie wir es halt gewohnt sind. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier oberhalb der Rundung, also irgendwo da würde ich jetzt angreifen. Dann greift das so. Und dann würde ich sagen, gehen wir 15 cm wohl raus. Gehen dann so, weiß ich, 9, 10 ist da, ne, ist mir zu viel.
8, 7, so bis dahin. Dann gehen wir so da oben wieder ran. So ungefähr hätte ich das jetzt gesagt. Passt das denn überhaupt? Warte mal. Was habe ich denn hier für Abmaß überhaupt? Wieder mal eben raus. Da mal wieder ganz hin. Achso, ja, natürlich. Skizze fertigstellen. Mal eben hier. Ich muss nämlich mal eben was messen. Und zwar von da nach. Ah, ist wieder drin irgendwo. Sagt er mir jetzt 12,5. Okay. Und von hier nach da so. Was hat er da? 10, okay. Das wird dann ja nicht reichen. 12,5, das reicht ja nicht. Glaube ich nicht. Oh, das sind schon 15. Oh, okay. Da machen wir da 15 von. So. Bemaßungswert, ja, warum zeigt er mir den jetzt an? Weil es ein Bug war. Okay. Aber dann reicht das auch fürs Loch, meine ich. Also das muss ja dicke reichen. Dann kommt ein 15, wie kann das denn sein? Ich habe ein 12er Loch, obwohl mehr war das bei dem anderen, glaube ich, auch nicht. Doch, das sieht eigentlich alles gut aus. Wir extrudieren das einfach mal. Sagen hier, den möchte ich jetzt gerne extrudieren. Wir gehen mal in die dreidimensionale Ansicht und dann können wir den da so rüberziehen. Würde jetzt so aussehen. Finde ich, also jetzt ehrlich gesagt, gar nicht so scheiße. Jetzt gehen wir hier wieder hier rauf, sagen, gib mir nochmal eben eine Ansicht und dann möchte ich ganz gerne einen Punkt erstellen, da, wo ich gleich ein Loch bohren möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal da so hin. So, okay. Der Vorteil ist, ich kann es jetzt verschieben. Kann jetzt sagen, okay, das sind jetzt 7,8, das sind aber 12, glaube ich, nachher gewesen. Ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ein 12 ist, auch kein 12, noch ein 8 oder so. Was habe ich denn da gemacht? Das ist Durchmesser 8. Was habe ich bei dem anderen für ein Loch gehabt? Wir messen das. Radius 6, doch Durchmesser 12 tatsächlich. Boah, echt? 12er Durchmesser? Junge. Das ist ja kaum rein da. War das doch größer. Ah. Ja, also für die Ecke abbrechen. Nee, das will ich ja gar nicht. Drücken, ziehen. Oh. So. Warum macht er denn so viel? Okay. Nein, nicht alles. Dann drücken, ziehen. So, das sieht ein bisschen besser aus, ne? Das ist der Vorteil wirklich an Fusion, dass ich wüsste es nicht, dass es mit Inventor geht, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Also ich kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Nee, das ist zu weit. So. Das ist aber auch noch zu weit. Minus 1. 0,5. Geht auch nicht. Macht doch nicht.
lassen wir es so. Dann muss ich da in die Höhe noch mal ein bisschen gehen, drücken, ziehen. Dann muss ich das hier noch mal ein bisschen aufklappen. Okay. Und dann passt das da so einigermaßen rein. Dann sage ich mir jetzt mal, okay, ich möchte das extrudieren. Der Vorteil ist hier eine Seite, ich weiß nicht, in welche Richtung will er jetzt. In die falsche natürlich. Bestand erste Seite, nein. Nein. Da, das habe ich gesucht. Ausschneiden möchte ich es. Ach, der macht das dann gar nicht. Das heißt, damit ich das jetzt rund bekomme, müsste ich den jetzt noch mal ein Stück rüberziehen. Kann ich gar nicht abbrechen. Muss ich noch mal in die Skizze reingehen? Nee. Genau. Und soll ich wieder herstellen. So, und jetzt hat er das ein Stück rübergeschoben, ne? Weil das, der war halt in diesen angeklebten Bereich noch drin. Dann scheint er das dann nicht reinzuarbeiten. Warum auch immer. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ist dann halt so. So, jetzt wollen wir das noch ein bisschen hübsch machen. Wir sagen ihm einfach mal, ob wir die Innenkante scharf lassen, möchte ich eigentlich ungern. Da, 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 da. Die Kante, die Kante, die Kante, die Kante, die Kante. Alle, die wir so erwischen können. Die Kante auch. Die Kante und die Kante. Und aber natürlich die Kante auch und die auch. Das sind alle Kanten. Und die innen natürlich auch. Die und die auch. Eigentlich soweit alle Kanten. Habe ich alle? Sieht soweit gut aus. Alles klar. So, und dann können wir ihm jetzt sagen, da sagt er jetzt hier, okay. Machen das ein bisschen hübsch. Da geht es schon nicht mehr, da überschreiten wir was. Also haben wir jetzt eine 1 mm Kante drumherum. Und das finde ich eigentlich soweit in Ordnung. So vermeiden wir auch diese Kerbwirkung wieder irgendwo, ne? Das, weil die wollen wir ja nicht. Das ist jetzt nicht viel, das ist nur ein Millimeter Radius, aber das reicht wirklich aus. Gerade bei so kleinen Teilen, da hat man nicht diese scharfen Ecken dann. Hier drinnen die scharfe Ecke ist aber tatsächlich gewollt, also das kann ich so schon sagen. So, alles klar. Das ist erstmal das Teil, so wie ich es gerne hätte. Und damit würde ich sagen, sind wir hier mit der Konstruktion erstmal soweit durch. Der erste Prototyp wird jetzt gedruckt und das können wir auch hier zumindest die Überleitung in Cura können wir schon mal machen. Da gehen wir hier mal auf Dienstprogramme, sagen, ich möchte was erstellen. Dann sage ich ihm, das Bauteil möchte ich gerne erstellen. Cura ist eingestellt, sage okay. Jetzt machen wir den mal im Kleinen und schieben den mal eben hier rüber. Jetzt startet er hier im Hintergrund gerade Cura. Das ist immer der erste Start, der ist immer bei Cura, baut ein bisschen länger. So, jetzt hat er rechts Cura aufgebaut. Jetzt haben wir hier das Teil schon in Cura vorliegen. Ne? Und das will ich aber so nicht drucken. Das wäre sehr ungünstig. Wir haben ja sehr kleine Auflageflächen. Was das bedeutet, habt ihr beim letzten Mal gesehen. Das heißt, wir möchten das mal eben drehen. Das ist jetzt eigentlich fast egal, über welche Achse. So, das wäre jetzt die richtige Stelle. Jetzt gucken wir unten, das ist die Auflagefläche. Sieht soweit gut aus. Ne? So können wir das dann drucken. Das ist auch von Auflagefläche völlig okay. Und da wir ja sowieso erstmal Prototyping machen, ein Teil reicht. Ich könnte das nachher auch hier vervielfältigen. Also ich gehe jetzt erstmal wieder auf Verschieben. So. Können wir das auch mal eben hier so halbwegs in die Mitte schieben.
So, da kann man dann nämlich drauf gehen auf das Bauteil und dann steht nämlich irgendwo vervielfältigen. Ja, eigentlich vervielfachen da. Da geht man dann rauf und dann stellt man dieses Teil plus so und so viele Teile. Ja, und dann macht er da halt mehr von. Kann ich auch sonst, das ist ja egal, ich kann das mal eben zeigen. So, ich sage jetzt, das ist das Teil und ich will vier Teile haben, sage ich ihm plus 3 und klack, dann baut er, dann verschachtelt er das gleich automatisch, sodass er die möglichst kurze Fahrwege hat. Und das passt dann schon so. Jetzt gucken wir mal in die Druckeinstellungen. Schichtdicke 0,3, das reicht mir vollkommen aus. Infiliskyroid, das ist auch in Ordnung, mit einer Füllung von 2. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Möchte eigentlich ganz gerne 30. Warum macht er das jetzt nicht? 30%. Sag mal. 30%. Was wird denn das? Warum geht das nicht? Löschen kann ich es, aber ich kann nichts eintragen. Ach, weil Caps Lock an war. Deshalb. Oh nein. Nein. Da. Caps Lock an. 30. So, 30%. So. Jetzt sage ich immer eben, slice das mal. Jetzt schneidet ihr das praktisch und rechnet das durch. Dann mache ich die Vorschau an und dann kann ich mir mal eben angucken, wie sieht das von der Füllung aus. Dann sieht man das hier. Außen passt es eigentlich überall. Ich müsste die Wandstärke jetzt hier, weil das ist natürlich ein bisschen dümmlich. Ich müsste jetzt hier die Wandstärke nochmal ändern, damit er hier jetzt in diesen Ecken keine Füllung reinmacht. Das kann da schon problematisch sein, weil mal, das sieht man ja selber, das ist ja. Der hat ja nicht wirklich eine Füllung drin. Ne? Seht ihr ja selber, dass der macht da ein bisschen Kraut und Rüben rein. Das hat so gut wie keine, hat so gut wie keinen Vorteil. Ja, hier könnte man das machen. Tja, ist eine gute Frage. Wanddicke. Wanddicke wäre dann 1,2 Wandlinien 3, und ich nehme jetzt, sag mal, eine vierte Wandlinie. Kann er das überhaupt? Ja, dann macht er das voll. Ja, ich glaube, so machen wir das auch. Das ist besser. 15 Minuten zu, ich nehme mal 3, 15 Minuten zu 14 Minuten. Siehst du, es dauert eine Minute länger, wenn er das so macht. Also das ist egal. Da können wir getrost ignorieren. Also machen wir die vierte Wandlinie und haben dafür hier die Ecken voll. Und die Einstellungen passen sonst soweit. Ich hatte aber irgendwo Stützstruktur. Hier die Höhe. Das fand ich so blöde. 0,3. Also der soll da eine Lage machen. Mehr nicht. Das war mir nämlich beim letzten Mal aufgefallen. Auf 50, das ändert daran nichts. Möchte ich aber nicht auf der Festplatte speichern. Kommt wieder dieser wunderschöne USB-Stick zum Tragen. Und so, das nehmen wir hier. Pop, weg. Weg. So. Speichern auf Wechseldatenträger. Dann schiebe ich den mal hier rein. Dann seht ihr das auch. Den hat er jetzt hier. Als den werde ich mit dem großen V400 drucken. Deswegen steht jetzt FV hier, weil ich das mit dem V drucke. Und dann möchte ich den umbenennen, und zwar Handlauf-Clip. So. Dann sage ich es schön, kopiere ihn mal raus. 3D-Modelle, Katzennetz da und da dann einfügen. So, Handlauf-Clip. So. Das war es jetzt erstmal hier am PC. Ihr wart mal komplett bei der Konstruktion dabei. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich denke mal, es ist vielleicht auch mal ganz interessant, so wie so ein ganzes Bauteil dann aus dem Nichts entsteht. So, so, wir machen jetzt mal wieder die Temperatur vom Heizbett an, weil. Können wir noch wieder da. Das ist spiegelt alles so doll. Also in Wirklichkeit spiegelt das gar nicht so doll, aber die Kamera irgendwie, irgendwas sehr heftig war.
Das auf jeden Fall anzeigt, hier steigt die Kurve schon an, haben wir soweit, dass er das vorheizt schon mal, weil das dauert bei dem großen Bett hier, dauert das wirklich sehr lange. Es ist also ein Riesenunterschied zu dem kleinen Drucker, also da dauert es eigentlich auch schon lange, aber hier ist wirklich, das ist einer der wirklich der Nachteile vom V400, ist ein toller, wirklich ein toller Drucker, vor allen Dingen, weil das Speedpad damit bei ist. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich da dann auch für entschieden habe, mir den zu kaufen, weil es war einfach mit dem Pad preislich eine super attraktive Geschichte. Vor allen Dingen dann mit dem Support des FL-Sun. Normalerweise ist dieses Pad das gleiche Pad, was die als Speeder-Pad auch verkaufen. Es ist nur so, dass dieses Pad hier eigentlich beim V400 nur ein Control-Panel ist. Und deswegen ist da eine Firmware drauf, die eigentlich es nicht erlaubt, den Kollegen hier zu steuern. Und FL-Sun hat aber nach ganz kurzer Zeit die Firmware hiervon veröffentlicht und mit, ich sag mal, relativ geringem Aufwand lässt sich das Ding flashen. Und dann ist das ein vollwertiges Speederpad von FL-Sun und dann kannst du den hier steuern und den hier steuern und der hat dann extremen Benefit von. Also nicht nur, dass ich ja dann über den PC, über einen Browser Control über Mainsail das PC-technisch überwachen kann, theoretisch sogar übers Internet, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, könnte ich den Druck überwachen oder stoppen oder whatever, Parameter ändern. Will ich ja gar nicht. Mir geht das nur darum, ich habe keine Lust immer, mich permanent umzudrehen, wenn ich hier abends am Zocken bin oder so, dann mich immer umzudrehen und irgendwie zu gucken, was ist nun los und was nicht. So, da kann ich einfach dann im Browser gucken. So, wir wollen hier einmal da reingehen, USB-Disk, 3D-Modelle, Katzennetz und dann steht hier Handlaufclip, da ist er schon. Ich warte jetzt aber noch, die Temperatur ist jetzt bei 50 Grad, ich warte jetzt noch drauf, nicht wundern, ich habe nicht das Filament gewechselt, weil ich habe hier aus dem Trockner noch das weiße Filament drauf und das das verbrauche ich auch erstmal. Ich habe damit so Bock drauf, das jetzt eben nur für so einen Prototyp-Druck zu wechseln. Ich werde mir für den ganzen Druck auch noch ein extra Filament holen, und zwar PLA Plus. Warum nimmst du nicht PETG? Aber PETG druckt sich einfach scheiße. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, es ist wirklich, du kannst vom gleichen Hersteller PETG kaufen und du musst nur eine andere Farbe haben, dann druckt sich das teilweise schon wieder komplett anders und ich habe es einfach aufgegeben. Ich wollte Teile, Funktionsteile in PETG drucken für die Fräse, dafür ist übrigens auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt, ne? Das ist ja das nächste Projekt, das ist gerade ein bisschen auf Eis, weil die bei meiner Firma, einmal weil mein Knie kaputt ist und zum anderen, weil da gerade der Kollege noch eine Halle gerade baut und dann wollen wir das aber angehen, das Thema, wenn die Halle fertig ist. 5M-Stufen, 3 Netzteile und ein SL-Cam-Board. Jo, Alter, was ist hier los? Was stimmt mit dir nicht? Was ist dein Problem? Guckt da eine Wurst raus? Nein. Was ist los? Was ist los? Warum schreist du so? Und du? Ja, hast du gleich gehört, dein Brudi. Your brother from another mother. Hat gebrüllt. Ha. Oh. Oh. Das Ding denn her? Keine Ahnung. Weg damit. So, 67 Grad. Das sieht aber gut aus. So. Handlaufclip. Zack. Und wir wollen drucken. Temperatur war so bei 68 Grad. Das reicht doch vollkommen aus. Abgewischt habe ich es gerade vor kurzem. Jetzt hängt da so ein Schniepel dran. Oh, warte mal. Jetzt mache ich hier mal eben LED on. Zack.
Zack, also die Beleuchtung angegangen, kann man auch sehen. Finde ich übrigens sehr geil, den beleuchteten Kopf. Finde aber die Beleuchtung, die ich mir hier in meinem Q5 eingebaut habe, die hier, die Streifen, finde ich wirklich um Welten noch besser. Aber das ist okay. Dafür, dass es dabei war, finde ich es mega, mega gut. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt mal eben eine Timelapse vorbereiten. Will ich eine Timelapse vorbereiten? Wir starten erstmal so, würde ich sagen. So, wir warten. Ablage muss ich auch noch machen. Ich habe jetzt Zeit mit meinem Knie. Notgedrungenerweise, ich hasse es, zu Hause zu sitzen. Da kann man aber solche Projekte machen. Wer bist du denn hier? Ja, es sickert noch ein bisschen was raus. Das finde ich übrigens auch ein Nachteil, dass der beim FV so hart nach unten fährt. Lass mich los. So. So, genau, jetzt macht er einmal eben ein Skirt fertig. Genau. Fährt er zweimal und jetzt druckt er quasi das eigentliche Teil. Will ich euch noch zeigen, warum ich den V400 so toll finde. Einfach fucking schnell. Erlaubt es. Das ist ein bisschen weich oben rum, weil er das so schnell fertig klebt, das Ding. Aber das sieht schon mal alles ganz gut aus. 100% fertig. Hauptmenü. Und den müsste ich eigentlich schon zack so abnehmen können. Das passt. So sieht der Clips jetzt aus. Ja. Macht einen guten Eindruck. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob der passt, oder? So. Gucken wir mal. Geht das schon mal gut drauf, aber ich sehe auch schon gleich ein Problem. Seht ihr wahrscheinlich auch. Ne? Da ist ein bisschen Luft. Das heißt, der ist ein bisschen zu eng noch. Das ist aber, das ist fast schon erwartet. Weil ich sag mal so hundertprozentig genau ist es nicht. Ich vermute, also die Radien sehen eigentlich. Wenn ich jetzt hier so gucke, sehen die Radien wirklich eigentlich ganz gut aus. Das ist natürlich, das kann schon diese halbe Millimeter in der Breite kann das schon sein. Also er ist auf jeden Fall fest, ne? Das ist so, wie gezogen wird, das passt auch. Ich finde, hier muss er noch ein bisschen mehr drunter gehen, weil ich finde, das lässt sich zu leicht noch nach oben abheben. Und ich denke mal, ich würde den wirklich diesen halben Millimeter, so 2-3 Zehntel breiter konstruieren. Ja. Und hier unten weiter um die Ecke rum. Dann geht er zwar noch schwerer auf. Boah, Alter. Alter. Dann geht er zwar noch schwerer aufzusetzen. Aber ich glaube, dann passt er perfekt. Die Rundungen gehen eigentlich alle. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, der Verrückte wieder. Der darf ja raus, im Gegensatz zu den anderen. Weil er kann nicht springen, der Taxi. Sie ist anders. Ja. Sie wäre sofort weg. So. Jetzt habe ich das nochmal abgeändert. Wir gehen gleich nochmal raus. Ich weiß nicht, kann man sehen. Also, das hier.
Jetzt schon wieder zu viel unterwegs gewesen. Ich muss die Beine mal eben hochlegen oder das Bein. So, das hier ist jetzt das Original. Nee, das mal. Hier, das ist echt üblich. Das ist jetzt zwischen meinen Beinen. Jetzt, ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal was Entscheidendes über diesen Drucker gelernt. Der scheint generell immer ein bisschen zu eng zu drucken. Ich habe jetzt quasi die originalen Maße, die ich gemessen habe, habe ich jetzt praktisch eingestellt und der Drucker druckt ein bisschen zu klein. Das kann ich in den Offset-Werten nochmal korrigieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Meistens hat man ja so Dinge, die man immer klemmen will, und wenn man die klemmen will, dann ja, ist das halt so. Dann klemmt man die halt, ne? Und das passt halt dann immer gut, wenn es ein bisschen zu klein ist. Es ist ja selten, dass du mal etwas zu groß haben willst. Hatte ich zwar auch schon mal, aber das ist eigentlich, da klemmt man was. So, jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt kann ich euch richtig meine Beine klemmen. So. Also ich habe hier jetzt die 21,3, genau. Das, die Höhe habe ich jetzt hier 21,3 und die Breite habe ich 25,3. Also da bin ich noch 0,2 unter dem eigentlichen Maß geblieben, hätte aber wohl auch gepasst. Dann habe ich hier, sieht man vielleicht da und da, die beiden, die habe ich auch nochmal 3 mm verlängert. Das sieht man, Moment, das war glaube ich der erste, den ich gedruckt habe, das sieht man hier mal als Vergleich. Das hier war der allererste, das hier ist der letzte, den ich gedruckt habe. Und wenn man das dann so neben, ja, ich weiß nicht, doch, das sieht man auch so. Also ich habe ihn nach unten noch erweitert und auch nach oben, wenn man den jetzt so, warte mal. Ja, schwer zu sehen. Aber sieht man auch. Es ist also, man sieht, dass der hinten ein bisschen reinsteht. Also der ist ein bisschen, das ist nicht viel. Das sind, ich glaube, 0, ich hatte den ja ein bisschen enger gemacht. Also das sind hier 0,3 mm mehr. Und hier sind es, glaube ich, 0,4 oder so mehr. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, und jetzt passt, sitzt er richtig sauber am Handlauf dran. Da gehen wir gleich nochmal hin. Und sitzt auch fest. Und das passt. Und dadurch, dass ich hier die Stege innen drin verlängert habe, sitzt er auch. Also kann er nicht so leicht hochklipsen. Ja. Finde ich eine coole Sache. Man könnte, um das jetzt noch stabiler zu machen, damit der hinten nicht so schnell nachgibt, könnte man hinten noch praktisch einmal so eine Wulst drum machen, dann ist hinten die Ecke stabiler, aber den kriegst du noch schwerer wieder drüber. Aber dann geht er auch schwerer nach oben wieder ab. Also kann man selber wissen, wie man es machen will. Also mir reicht das so, wie es jetzt ist, weil die Katze ist ja nicht Hulk Hogan. Also die wird da schon nicht durchkrabbeln können. Dafür sitzt das einfach zu fest, weil ich muss mich schon hart anstrengen, das Ding irgendwie abzukriegen. So, gehen wir da nochmal hin und der geht richtig schwer rauf. Man sieht das jetzt nochmal, da ist richtig was drauf. Ich muss mal eben tatsächlich beide Hände benutzen, damit das auch hinhauen soll. Richtig fest, da geht also gar nicht, also man muss schon richtig krass schieben, damit das sich bewegt. Man sieht jetzt, hier sitzt er ziemlich sauber dran, ne? Also ganz leicht steht er ein bisschen ab, und hier ist das auch ganz leicht, steht er ein bisschen ab. Das wird man auch so nicht direkt wegkriegen, aber das sieht schon sehr gut aus. Der ist soweit eigentlich ziemlich fest, also ich könnte jetzt, wenn ich so, dann geht er ab, aber keine Katze macht das so doll. Ja, so ist er ziemlich fest, das finde ich sehr gut. Sitzt doch gut, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Das können wir eigentlich so lassen, würde ich sagen. Ja. Gut, dann können wir jetzt alles zum Zink geben. Kriege ich die mit einer Hand ab. Ach, keine Chance. Also, dann können wir das jetzt alles zum Zink geben. Können wir das jetzt alles zum Zink geben und dann geht. Wenn man mit dem steifen Bein läuft, geht das. So. Dann geht das. Dann kommt dann nur noch das Katzennetz dran, würde ich sagen. Ja? Ich finde das soweit ganz in Ordnung. Kann man leben. So, wenn es euch gefallen hat,
Daumen da lassen, immer Fragen stellen. Ich antworte auf jede Frage, habe ich bis jetzt immer gemacht. Also es ist irgendwie Scam oder sowas. Und ja, lasst eine Glocke da. Kann nicht immer was mit anfangen, weil irgendwann schaffe ich mal die 1000. Mit eurer Hilfe. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.